würde sagen, dass es für den Verein Rhein-Neckar-Löwen definitiv die schwerste Krise in der Vereinsgeschichte ist. Am Anfang war man sich, glaube ich, dessen noch nicht so bewusst, was für Auswirkungen das haben könnte und wie lange so vor allem die Auswirkungen sein könnten. Keine Medikamente und es war für den Kopf auch keine einfache Zeit. Wir wollen nicht unsere wirtschaftliche Situation verbessern, sondern wir wollen einfach überleben. Jetzt gehen wir da raus, jetzt ist es soweit. Und jetzt haben wir Bock drauf und da haben wir Spaß dran. Und wir gehen da gemeinsam durch. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir haben eine super Ausgangsposition, wir sind eine geile Truppe. Und wir ärgern die jetzt und bringen die so zur Weißglut alle miteinander. Die ganzen 10.000 bringen wir jetzt zur Weißglut, weil wir einfach so gut sind. Die Löwen waren ein würdiger Herausforderer in den ersten 30 Minuten. Also wenn das die Benchmark ist, wenn sie das konstant wieder auf die Platte kriegen, dann sind die Löwen natürlich in Zukunft wieder ein echtes Spitzenspiel. Aber so weit sind sie noch nicht, um in Kiel so eine Leistung 60 Minuten abzurufen. Und dann hat das natürlich auch noch was mit dem Gegner zu tun. Der THW meisterlich in der zweiten Hälfte. Ich erinnere mich noch ganz genau, wir haben in Kiel gespielt, das war ein Sonntag und wir hatten schon so diverse kleine, damals dachten wir noch Erkältungen in der Mannschaft. Der eine oder andere war auch an dem Tag in Kiel nicht ganz spielfit. Allen voran Kohli, erinnere ich mich noch ganz gut dran, der hat noch am Vorabend zu mir gesagt, Trainer, ich weiß nicht, ob ich so richtig spielen kann, ich fühle mich nicht so gut. An einem Sonntag kam dann, also genau eine Woche nach dem Kiel-Spiel kam dann Mess mit der Diagnose Corona-positiv. Und ab dem Zeitpunkt war es dann auch schriftlich, dass wir alle eben in Quarantäne sein mussten. Und war eine komische Situation da. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie wir irgendwie im Training waren. Und alles hat sich noch so ein bisschen unwirklich angefühlt und wir irgendwie so darüber spekuliert haben, so ein bisschen vielleicht auch im Witz, dass das Spiel gegen Kiel unser letztes Saisonspiel gewesen sein wird. Ja, weitreichende Corona-Folgen auch hier in Deutschland. Hier ruht die gesamte Handball-Bundesliga. Die HBL hat sich mit ihrem Präsidium entschlossen, die kommenden 3 Spieltage Stand jetzt erstmal auszusetzen. Das Ding hat eingeschlagen wie eine Bombe. Man kann es nicht anders sagen bei uns in der Mannschaft. Gerade eben noch voll auf den Handball fokussiert, alles für den Handball tun und auf einmal hast du so eine Erkrankung im Team und jeder nimmt die auch noch mit nach Hause und hat Handball auf einmal gar keine Rolle mehr gespielt, sondern es ging nur darum, wie gehen wir damit um, wie können wir damit leben und hoffentlich bleiben wir gesund. Sonntags der Test und dann habe ich bis mittwochs um 13 Uhr nichts gehört. Da habe ich den Arzt angerufen, der mir dankenswerterweise seine Telefonnummer gegeben hat und habe gesagt, du sag mal, ich habe noch nichts gehört über das Testergebnis, sagt er zu mir am Telefon. Wenn man so lange nichts hört, dann ist nichts, da kannst du beruhigt sein. Zwei Stunden später, irgend so eine komische Nummer am Telefon, bin ich rangegangen und da war es das Gesundheitsamt. Dann hat die mich gefragt, wie alt ich bin. Und das war noch soweit okay. Und dann hat die mich gefragt, ob ich irgendwelche Vorerkrankungen gehabt hätte. Und dann habe ich gesagt, ich hatte mal einen Herzinfarkt. Und dann hat sie am Telefon oh gesagt. Dann ging es bei mir mittwochs, danach ging es los. Mittwoch auf Donnerstag hatte ich so leichte Symptome. Das war nicht schön, wo sie oh gesagt haben. Ich dachte, um Gottes Willen. Es hat mich 3 Nächte Schlaf gekostet, dieses oh. In der Nacht hatte ich so leichtes Fieber.
war jetzt nicht der Rede wert. Es war schon deutlich schlimmer. Es war, glaube ich, 38,5 war so das Höchste. Aber ich habe mich einfach unwohl gefühlt. Es hat sich aber herausgestellt, dass ich zum Glück dann einen relativ normalen Krankheitsverlauf hatte, so mit Abgeschlagenheit, Halsschmerzen und ja, ein bisschen Nachtschweiß, aber grundsätzlich jetzt nichts Dramatisches, sondern normale Grippe. Und so circa nach 10 Tagen habe ich dann noch mal 2, 3 Tage keinen Geschmack mehr gehabt. Habe ich meine Frau noch gefragt, ganz liebenswürdig, so wie ich bin, ob sie keine Gewürze mehr im Haus hat. Und hat sie gesagt, doch, alles wie immer. Da habe ich gesagt, naja, ich merke aber nichts mehr. Das war echt auch ein komisches Gefühl. Aber das hat sich dann auch nach ein paar Tagen wieder gegeben. Und seitdem, toi, 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 ist alles wieder gut. Ja, die HBL-Gesellschafter haben sich heute in ihrer Sitzung darauf verständigt, die Liga nicht weiter fortzusetzen, sondern abzubrechen. Das heißt, die Saison 1920 ist Geschichte. Sie wird nicht zu Ende gespielt. Wir haben einen neuen deutschen Meister, das ist der THW Kiel, der sich auch für die Champions League qualifiziert, genauso wie der Vizemeister, die SG Flensburg-Handewitt. Wir haben 3 Europapokalplätze mit dem SC Magdeburg, TSV Hannover-Burgdorf und den Rhein-Neckar-Löwen. Wir begrüßen Andi Schmid in Heidelberg, jetzt zugeschaltet. Würden Sie auf Ihr Gehalt verzichten? Gute Einstiegsfrage. Zuerst, klar, ich glaube, es wird von allen Seiten wird es Solidarität brauchen. Und wie man gehört hat, sind wir Spieler, die den meisten das größte Stück vom Kuchen essen. Deswegen werden wir auch an erste Stelle kommen. Und ich glaube schon, dass es dazu führen wird und dass man als Spieler zuerst vorangeht und Solidarität zeigt, auch bezüglich, was angesprochen wurde, bezüglich Sponsoren, dass die nicht kommen und für ihre 7 Spiele noch das Geld zurückhaben möchten oder dass Dauerkartenbesitzer ihr Geld zurückhaben möchten. Deswegen glaube ich schon, dass wir als Spieler hier den ersten Schritt gehen können und auch tun werden. Ich bin 4 Stunden mit unserem Buchhalter und Steuerberater zusammengesessen. Mir ist ganz schlecht. Ja, oh, mir Gott. Ist jeden Tag schlecht, wenn ich daran denke. Wahnsinn. Das ist echt. Habt ihr an diesen Szenarien gearbeitet, oder was? Alles. Ich habe die letzten 3 Tage alles aufgearbeitet und es ist eigentlich genau das rausgekommen, was ich irgendwie auch erwartet habe. Also uns kostet jedes Geisterspiel 8% vom Etat. Nachdem dann die Entscheidung fiel, dass wir den aktiven Spielbetrieb erstmal einstellen müssen, haben wir uns natürlich auch mit Themen befassen müssen wie Kurzarbeitergeld. Das sind alles für uns neue Themen gewesen, mit denen wir uns erstmal ganz intensiv auseinandersetzen mussten. Und dann waren das insgesamt natürlich auch sehr, sehr schwierige Themen. Ja? Weil wenn man mit jemandem spricht, egal ob Spieler oder jemandem aus der Geschäftsstelle, und man spricht darüber, dass derjenige in Zukunft weniger Geld erstmal verdienen wird als ursprünglich im Vertrag angedacht, ist es für jeden schwierig, egal wer da vor einem sitzt. Bis dahin hatte ich mich auch mit dem Thema Kurzarbeitergeld relativ wenig in meinem Leben beschäftigt, muss ich sagen. Da musste man sich auch erstmal ein bisschen einlesen, was sowas zum Beispiel bedeutet. Und je länger das dann ging und ja, als die Saison dann abgebrochen wurde und ja, wir auch nicht ganz auf den Kopf gefallen sind und auch eins und eins zusammenzählen können, dass da eben wirtschaftliche Schäden an allen Ecken und Enden entstehen. Klar hab ich mir vor allem auch da viele Gedanken gemacht, wie es weitergeht und ob es in absehbarer Zeit überhaupt weitergeht. Wir hatten schon einiges an Gesprächsbedarf, aber auch in der Situation hat man gemerkt, dass die Gemeinschaft sehr, sehr stark ist und dass die Jungs auch erwachsen sind. Sie wussten auch, damit umzugehen, sie haben sich auch an die Regeln gehalten, haben das alles dementsprechend auch zu Hause gemacht. Und von daher war das eigentlich eine Zeit, ich glaube, die uns allen dann auch ganz zum Schluss gezeigt hat, wie wichtig es ist, in so einer Gemeinschaft zu sein und ein bisschen zusammenhalten zu können. Herr Reichert, ich grüße Sie. Wunderschönen guten Tag. Grüne von Rhein-Neckar-Löwen. Ja, soweit geht's gut. Den Umständen spreche ich auch bei Ihnen, dem Unternehmen und Ihnen natürlich persönlich auch. Ja, einfach mal sich gemeinsam austauschen, wie Sie denn mit den 5 Spielen, die eben nicht stattfinden können, umgehen möchten. Weil Sie können sich vorstellen, da brauchen wir natürlich schon die Unterstützung unserer Partner, um da irgendwie einigermaßen gut durchzukommen. Ja, wir haben im Prinzip durch die Corona-Krise relativ schnell gemerkt, dass wir mit den Sponsoren in Kontakt kommen müssen. Und da war natürlich der persönliche Kontakt mit
ja, wir haben bis zu 400 Partnern, die wir dann erreichen mussten. In einer Phase, wo natürlich sehr viele Partner selber mit ihrem eigenen Unternehmen Probleme und Themen bearbeiten mussten. Wir sind dann aber hergegangen oder ich habe dann federführend die Partner kontaktiert, sei es telefonisch oder auch per E-Mail. Da war das vom ersten Telefonat bis zum letzten wirklich ein sehr positives Feedback der Partner, die gesagt haben, kümmert ihr euch um die wirtschaftliches Überleben des Clubs und wir teilen oder wir werden unseren Beitrag dazu leisten. Ja, es war dann sehr schnell klar, dass wir mit der Mannschaft sprechen mussten, weil natürlich auch die Spieler eine Unsicherheit hatten. Sie durften nicht mehr trainieren. Saisonabbruch stand in den Medien und wir haben dann relativ schnell eben eine Videokonferenz einberufen mit dem Mannschaftsrat, um einfach auch den Ist-Stand der Mannschaft zu kommunizieren und haben dann eben unsere wirtschaftliche Situation ganz transparent ihnen auch dargelegt, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht einfach pauschal über eine Summe sprechen, sondern wir wollen den Spielern auch an einem wirtschaftlichen Erfolg, wenn man über Erfolg sprechen kann, dass eben Regressforderungen weniger sind, werden sie daran teilhaben lassen. Also wir wollen nicht unsere wirtschaftliche Situation verbessern, sondern wir wollen einfach überleben. Also mir war es jetzt sehr wichtig, dass wir schon mal vorab uns abstimmen, damit wir überlegen, wie wir dann mit dem größeren Kreis, mit der Mannschaft insgesamt sprechen. Da wäre mir euer Feedback sehr, sehr wichtig. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, die ich dann auch gerne mit der Mannschaft so teilen würde. Da wäre mir voll wichtig, dass ihr da erstmal aus eurer Sicht einfach Feedback gebt, ob wir das so in die Runde geben können oder ja, was wir ändern sollen. Ich finde es wichtig, dass, wie du das ansprichst, eigentlich, dass diese Transparenz da ist. Das ist, denke ich mal, für die ganze Mannschaft wichtig, dass wir, klar, das muss jetzt nicht, müssen ja nicht alle diese Zahlen kennen, aber ich finde es schon wichtig, dass man weiß, worum es geht und dass das jeder auch verstehen kann, weil es ist schnell gesagt, dass Geld fehlt und dass wir Spieler dann verzichten müssen. Aber wenn diese Transparenz, die ihr uns jetzt auch zeigt, wenn das so bei den anderen gemacht werden kann, dann glaube ich, ist das auch mehr verständlich für alle. Ja, was in der Zeit uns sehr geholfen hat, war als zum einen diese Telefonate, die der Sebastian mit unseren Partnern und Sponsoren geführt hat, wo eben das Feedback so positiv war, aber dann auch die Gespräche mit unseren Fans und mit den Zuschauern und die ganzen Zuschriften. Also die haben wirklich den einen oder anderen harten Arbeitstag versüßt, wenn man doch teilweise auch mal verzweifelt war und nicht mehr genau wusste, wie es weitergehen soll. Wenn man dann sowas gelesen hat und da stand unten drunter einmal Löwe, immer Löwe und wie unsere Fans da in dieser schwierigen Zeit zu uns halten, das hat schon gut getan. Ja, wir haben uns überlegt, was wir in der Zeit natürlich auch als Rhein-Neckar-Löwen liefern können. Wir trainieren momentan nicht so viel. Wir haben natürlich alle ein bisschen mehr Freizeit, als wir das uns wünschen. Sind deswegen aufs Deutsche Rote Kreuz zugegangen, um die TAF-Leute hier zu unterstützen. Normalerweise haben die, glaube ich, eine andere Lokalität, aber die ist geschlossen worden. Von daher hatten die blendende Idee, diesen Sportplatz zu nutzen. Es ist überdacht, das ist sehr viel Fläche und sehr, sehr viele Supermärkte unterstützen die Aktion. Das heißt, wir haben hier unglaublich viele Lebensmittel und die Aktion wird super angenommen. Es gibt auch in Deutschland viele Menschen, denen es nicht so gut geht, die vielleicht auch nicht das nötige Kleingeld haben und von daher eine Riesenaktion und wir sind froh, dass wir die Aktion mit den Rhein-Neckar-Löwen, mit unseren Spielern und mit mir unterstützen können. Wir haben den Jungs Programme, Trainingsprogramme an die Hand gegeben, Zugriff jederzeit. Wir haben dann auch gemeinsame Trainingseinheiten über Video gemacht, ja, dass jeder zu Hause auch ein bisschen was machen konnte. Aber mehr war ja eigentlich nicht möglich, weil wir konnten uns ja nicht treffen zu der Zeit. Und das war schon eine etwas handballlose Zeit. Und seitdem haben wir auch ein bisschen Angst um unseren kleinen Sport, ja, weil wir natürlich gern wieder in die Halle rein wollen. Und das war natürlich in all der Zeit immer das Thema. Wenn man dann da drauf angesprochen wird, das ist ja wie ein Stich ins Herz. Ne? Das ist ja, wir hatten es wieder, diesen Kampfgeist in den Augen und diese Emotion und wieder dieses, wir sind die Löwen. Ne? Also Brust raus, stolz, mit erhobenem Hauptes aufs Feld gehen und alle sind dabei und ja, da hat Martin einfach
was Unfassbares wieder, es ist für mich auch unerklärbar, wie eine Person in einen Verein kommt und wieder so ein Spirit mit reinbringen kann. Ne? Da ist es ja Wahnsinn, was er für eine Aura hat. Meine Handballkarriere ist echt schon ziemlich lang, muss ich sagen. Daran merkt man, wie alt man ist. Ich habe viele Jahre Handball-Bundesliga gespielt, war dann auch 16 Jahre als Bundesliga-Trainer aktiv und bin jetzt in meinem 17. Jahr und ja, bin auch ein bisschen handballbekloppter. Und wir ja von heute auf morgen nichts mehr machen konnten und wir wirklich gerade so als Gemeinschaft auch Spaß dran hatten, ein bisschen zusammen zu trainieren, zusammen zu leben, weil das ist ja auch ein Teil Leben, das darf man nicht vergessen. Und dann hatte ich natürlich gedacht, so schnell wie möglich diese Gruppe wieder zusammenzubringen, damit wir da weitermachen können. Und freust dich, dass es auch alle gut überstanden haben, dass es den Familien gut geht, dass sie alle in einem guten Zustand sind und vor allem, dass sie sich auch alle mal wieder darauf freuen, ihrem geliebten Handballsport nachgehen zu dürfen, auch wenn es jetzt nur in Gruppen und unter Hygienestandards ist. Schön, schön, dass wir uns endlich mal wieder so sehen. Ich hoffe, ihr versteht mich alle gut. Warum trainieren wir hier? Warum stehen wir jetzt hier? Wahrscheinlich macht sich jeder von euch so seine Gedanken. Ihr habt das alle mitbekommen. Die Saison ist abgebrochen worden. Die wird jetzt auch nicht mehr aufgenommen. Und wir wissen auch nicht ganz genau, wann es wieder weitergeht. Der Ansatz ist, dass wir gemeinsam trainieren, dass wir etwas tun, dass wir uns als Mannschaft auch ein bisschen weiterentwickeln können und dass ihr die Möglichkeit habt, für euch was zu tun. All das findet statt unter strengsten hygienischen Vorschriften, die wir auch alle komplett einhalten werden. Wir müssen uns immer wieder überprüfen und aufeinander aufpassen, dass da nichts passiert. Zum Training heute. Wir haben drei Gruppen. Wir gehen jetzt gleich in drei Gruppen auseinander. Eine Gruppe geht da hoch, eine Gruppe bleibt hier in der Halle und eine Gruppe geht raus mit Michel. Nach der Corona-Pause, nachdem wir ja alle relativ schnell nach Hause verbannt wurden, haben wir zum Glück wieder so Anfang Mai ein paar Trainingseinheiten machen können, haben uns ein, zwei Mal die Woche getroffen und haben nach Hygieneregeln trainieren können. Und das hat den Jungs viel Freude bereitet und das absolute Highlight und auf unterschiedlichste Art und Weise ein Highlight war natürlich die Verabschiedung von Metz und Rette und von Steffen. Metz leider nicht da, auch tragisch, dass er da nicht persönlich anwesend sein konnte. Und natürlich Rette mit seinen emotionalen Worten, das hat die Jungs und alle, die da dabei waren, sehr bewegt. Also herzlich willkommen. Es ist echt schön, euch hier alle zusammen zu sehen. Auf der anderen Seite sehr, sehr komisch, euch nicht mal kurz wenigstens in den Arm nehmen zu können. Steffen, ich glaube, du hast dir damals die zwei Jahre bei deiner Rückkehr zu den Löwen ein bisschen anders vorgestellt. Nach den Gesprächen, die wir geführt haben, weiß ich, dass dir die Entscheidung und du weißt auch, dass uns die Entscheidung, den Vertrag vorzeitig aufzulösen, sehr, sehr, sehr schwer gefallen ist. Dass die Entscheidung, nach Erlangen zu gehen, die richtige ist und dass du da durchstartest und auch nicht bei Duellen gegen uns, aber ansonsten da glücklich wirst und das auf jeden Fall die richtige Entscheidung für dich war. Vielen, vielen Dank. Danke. Das ist schön geworden. Der letzte Tag war schön bis jetzt auf jeden Fall vom Training her. Und ja, ist natürlich jetzt ein blödes Gefühl, so den Schrank zu räumen, ohne dass man sich von allen so richtig verabschieden kann. Und vor allem hätte ich mich auch gerne auf dem Spielfeld verabschiedet von den Fans, aber es ist leider nicht möglich. Ja, ansonsten gingen die zwei Jahre natürlich schnell rum. Aber so ist das im Sport manchmal. Ja, kam das Ende letzten Jahres die ersten Gedanken daran, ob es nicht vielleicht besser wäre, woanders dahin zu gehen, sage ich mal. Weil ja, meine Spielzeiten doch sehr, sehr gering waren. Ja, deswegen fiel dann meine Entscheidung eigentlich Anfang des Jahres, dass ich jetzt gerne meinen Vertrag halt auflösen würde im Sommer. Und auch der Meinung bin, dass das ja, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall
für den Verein als auch für mich die richtige Entscheidung war. Mess, du bist 2014 mit Nico zusammen zu uns gekommen und galtest damals so als das junge Talent von Dänemark. Und du warst derjenige, das ist jetzt auch was Persönliches, der seiner Liebsten bei uns in der SAP Arena einen Heiratsantrag gemacht hat. Und warst immer, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Nicht nur auf dem Feld, sondern außerhalb der Platte. Und dafür möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken. Das für dich. Die Kohle darf noch nicht zum Spiel kommen, denn die Arena wechselt ja an. Danke. Jetzt wird's schwer. Es gibt in dem Job echt, es ist schon schwere Entscheidung. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir die Entscheidung so getroffen hätten, wenn wir sie ein paar Monate später gefällt hätten. Du warst jetzt die letzten 8 Jahre bei uns, seit 2012, hast sämtliche Titel dieser Vereinsgeschichte mit uns gefeiert. 3-mal Supercup. 2-mal deutscher Meister, den EHF-Pokal 2013, dann der Pokalsieg. Ganz nebenbei bist du noch 2-mal Europameister geworden und 1-mal Weltmeister in der Zeit. Also du hast dir in diesen 8 Jahren, in denen du bei uns warst, so viel aufgebaut. Du bist 2-mal Papa hier geworden, also hast dir auch im privaten Umfeld, glaube ich, hier sehr, sehr viel aufgebaut. Aber du bist auf der Platte mit uns zusammen zu einem der weltbesten Abwehrspieler gereift, die man sich vorstellen kann. Und ja, für uns ist es sehr, sehr, sehr schwer, dich gehen zu lassen. Und wir verdanken dir unheimlich viel. Wir werden dich ganz, ganz arg vermissen. Ich glaube, das hat man gemerkt jetzt. Ich kann ein paar Worte sagen. Gerne. Komm schon. Ich weiß, dass ich vor die Leute und die Publikum ich rede nicht zu viel, weil ich habe immer Angst vor meine Deutschfehler machen. Ich bedanke alle euch, Spieler, Trainer, Jenny, Olli, Mitarbeiter von dieser Stelle. Diese 8 Jahre. Alles Gute. Die Jahre war eine tolle Zeit für mich, für meine Familie. Ich schreibe rein. Ich glaube, alles Gute. Ich werde dich vermissen, ja? Vielen Dank. Ich auch. Lass dein Bart wieder wachsen. Du siehst schrecklich aus ohne. Ich lasse dich wie du. Ja. Vielen Dank für die Zeit. Ich wünsche euch alles gut. Dankeschön. Wir sehen uns nächste Saison sicher. Machen wir. Ciao. Es war der erste deutsche Meister. Und Kim hat mir geschenkt. Und er ist hier. Seitdem klebt es da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. War lustig, aber ich wusste nicht, dass jemand hat ein Foto gemacht hat. Am Anfang der Saison habe nicht zu viel Zeit zu spielen. Das war sehr komisch und hier wollte ich Entschuldigung sagen von meinen Kumpels, weil diese Situation war nicht einfach für mich. Nach 7 Saison, ich spiele die ganze Zeit in Abwehr. Ich war der Abwehrspieler, besonders Abwehrspieler. Und ja, mein Kopf war ein bisschen unten. Ich weiß, dass meine Kollegen merken, dass mein Gefühl, mein
Motivation war los, war weg. Und ich entschuldige Ihnen in dieser Zeit. Und in diesem Verein, ich liebe diesen Verein und ich konnte nicht helfen, die Mannschaft. Da waren die 16 Minuten im Spiel. Ich wünsche alles Gute an Martin und an Trainer Galoben nächste Saison und in Zukunft. Das war ein Brett. Das sage ich euch. Also wenn du sowas siehst, so ein Bär von einem Mann, da die Gefühle hochkommen bei allen in dem Moment, auch alle, die dabei waren, werden das nicht so schnell vergessen. Und da sieht man mal, dass es nicht um Job geht oder sowas. Oder die Mannschaft bedeutet was ganz anderes. Und Mannschaft bedeutet Leben,